In anderen Worten, machen Sie keinen Fehler. Jeder, der von einer Frau geboren wurde, und die Bibel sagt uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 21, als er 8 Tage alt war, wurde er beschnitten. Gott wird beschnitten? Als er 8 Tage alt war, wurde er beschnitten. Und ihm wurde der Name Jesus von den Engeln gegeben, als er noch im Mutterleib war. Wer war im Mutterleib? Jesus. Wie kam er da raus? Wie Sie und ich? Wer? Gott? Ich frage mich, wenn Sie eine Krankenschwester wären. Sie können sich jede Situation vorstellen. Wenn Sie eine Krankenschwester wären vor 2000 Jahren und Maria helfen würden, während sie entbindet, können Sie sich nur für einen Moment vorstellen, dass dieses kleine, hilflose Baby Ihr Gott ist, Ihr Jehova? Ihr Allah? Astaghfirullah. Nein, der Verstand lehnt diese Vorstellung ab, dass dieses kleine Wesen, das seine Mutter für 40 Tage unrein machte, das ist, was die Bibel sagt, sie musste 40 Tage lang gereinigt werden. Was machte sie unrein? Die Geburt eines heiligen Gottes machte sie unrein? Nein, es ist ein menschliches Kind. Wie Sie und ich. Es machte Maria für 40 Tage unrein?